So, 17. Spieltag der Regionalliga Südwest, letzter Spieltag der Hinrunde. Hier haben wir zwei Protagonisten des heutigen Spiels, Pascal Sohm und Maxi Gebert. Ganz kurz zum Spiel, bitteschön, vielleicht vorweg. Wir haben hier zwei vor uns, der eine hätte es gleich am Anfang machen können und der andere hat es am Ende gemacht. Also wer von euch will beginnen? Ja. Nach so einem Spiel ist es erstmal ein bisschen schwer, Worte zu fassen, sage ich mal. Das zeichnet halt irgendwie einen Mannschaftssport aus. Und das Spiel begann eigentlich für uns optimal. Wir hatten zwei gute Chancen. Ich hatte eine Riesenchance gleich in der 5. Minute, wo ich eigentlich machen muss. Dann später Florian Dreske nochmal. Und dann habe ich nochmal eins auf dem rechten Fuß, wo normal an guten Tagen eigentlich reingeht. Wenn man unten steht, dann geht so ein Ball halt oder hält ein Torwart einfach den Ball. Das ist natürlich dann unglücklich für uns. Dann kriegt man aus einem blöden Konter auf einmal das 0-1 und stehen dann halt wieder da. Dann gehen wir mit einer 0-1 Rückstand gehen wir in die Halbzeit und wir haben uns so viel vorgenommen in der Halbzeitpause. Die Trainer haben uns nochmal richtig gepusht, nach draußen gebracht. Und ja, dann ist es einfach schwer, dann kam der Platzverweis, wo uns eigentlich ein bisschen in die Karten gespielt haben. Haben dann ein bisschen offensiv gespielt. Danke, hat ja schon angedeutet. Man könnte ja schon fast verzweifeln, dass der Fußballgott kein Ulmer ist. Aber was ist dann die letzten 5 Minuten passiert, Pascal? Ja, also letzte Woche ist uns eigentlich genau das Gegenteil passiert mit Neckar-Elz, haben 2-0 geführt und kriege so bitter eigentlich noch die Niederlage und dafür sind wir heute eigentlich auch ein Stück weit belohnt worden und letztendlich hat sich auch die ganze Mannschaft erarbeitet, die ganze Woche auch gut trainiert und sich reingekämpft und klar nach der gelb-roten Karte, da haben wir sehr viel Druck gemacht. Wir sind sehr tief gestanden und dann haben wir letztendlich auch noch das Spiel gedreht, in den letzten 5 Minuten sogar noch. Und ja, wie gesagt, es ist schwer, jetzt irgendwie was Potenzielles, Gutes zu sagen. Und wir sind einfach froh, dass wir jetzt das Ding gewonnen haben und jetzt kann es weitergehen. Dann darf ich das mal zusammenfassen. Also da ging ein Ruck durch die ganze Zuschauerschar. Also das war wie ein Befreiungsschlag. Und ich kann euch sagen, Jungs, kämpft weiter. Ja, jeder Punkt für Punkt. Es sind noch 2 Spiele zu spielen. Es sind noch 6 Punkte zu vergeben. Ich glaube, wir holen noch die nötigen Punkte, um uns positiv dann für die Rückrunde zu wappnen. Vielen Dank euch zwei. Danke.